Für Hochschulen sind letztlich alle Technologien, die sich hinter dem Sammelbegriff KI verbergen, eine große Chance, aber sicherlich auch eine gewisse Bedrohung. Und das Wichtigste ist erstmal, dass die Hochschulen diese Herausforderung annehmen und nicht davor versuchen, davor wegzulaufen, zu sagen, wir müssen das jetzt verbieten oder wir müssen das irgendwie groß einschränken oder überwachen, sondern wirklich sagen, hey, das ist eine Herausforderung, aber es ist eben auch ein Potenzial. Und das fängt, glaube ich, mit den Menschen an. Also man muss wirklich zu den einzelnen Menschen gehen und denen die Chance geben, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und Ideen zu entwickeln, wie diese Technologie nicht nur den Alltag an der Hochschule selber, sondern eben auch die mit den einzelnen Studienbereichen verbundenen Berufsfelder verändert. Also wie verändert sich der Job eines Architekten? Wie verändert sich der Job einer Medizinerin? Wie verändert sich der Job einer Lehrerin? In einer Welt, die voll ist von Technologie wie eben Artificial Intelligence. Und wie kann ich das im Studium eben schon mit berücksichtigen und einbauen? Und ich glaube, die Lehrenden, die Professorinnen und Professoren, die sind der Anknüpfungspunkt, wo man sagen muss, wenn die verstanden haben, dass das Ganze eine Chance ist und eine spannende Herausforderung, dann funktioniert es auch für die ganze Organisation. Ich glaube, da muss man ansetzen. Und dann bieten sich ganz viele Möglichkeiten, weil es natürlich total spannend ist, über diese Zukunft nachzudenken und auch mit Studierenden gemeinsam diese Zukunftsbilder zu entwickeln. Und ich glaube, wenn Hochschulen da der Vorreiter werden, also wirklich sagen, wir sind der Ort, an dem diese Diskussionen stattfinden, wir sind der Ort, an dem diese Zukunftsbilder geformt werden, an dem die Ideen einer zukünftigen Gesellschaft voll von künstlicher Intelligenz diskutiert und gemalt werden, dann glaube ich, dann zeigt sich eben, was für eine Chance auch für die Hochschulen und letztlich für alle Beteiligten darin steckt. Ja, die KI-gestützte Hochschule der Zukunft, die hat verschiedene Aspekte. Also man kann erstmal sich fragen, was verändert sich eigentlich in der Hochschuladministration? Ich glaube, da gibt es auch schon ganz viel, was man tun kann. Angefangen von der Studierendenverwaltung, also Einblicke darin, wie Studierende gerade studieren, was machen sie? Ich glaube, man kann, da gibt es ganz viele Daten, die Hochschulen haben, aber oftmals wird mit den Daten nichts gemacht. Also das sind ja wunderbar, du kannst Frühwarnindikatoren einbauen und sagen, hey, guck mal, da sind Studierende, die machen plötzlich weniger Credits als vorher oder irgendwelche Warnsignale, dass du weißt, hoppla, da sind Studierende, die brauchen mehr Unterstützung. Das sind Möglichkeiten, ich glaube, da kommt man auf ganz viele Ideen, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wie kann man das in der Hochschulverwaltung nutzen, welche Daten kann man sammeln, wie kann die Daten genutzt werden, um die Lernerfahrung der Studierenden zu unterstützen. Ich glaube, was dann noch passieren kann, ist, dass eben du die Tools und Technologien, die wir heute in dem Bereich schon haben, den Studierenden zur Verfügung stellst. Und einfach sagst, hier ist ein Raum, mit dem könnt ihr jetzt Experimente machen, hier sind Projekte, an denen könnt ihr arbeiten, nutzt diese Technologie, probiert sie aus, schaut, was sie kann und fragt euch die ganze Zeit, wie kann ich diese Technologie besser verstehen? Und das ist dann wiederum auch die Chance für die Lehrenden, da reinzugehen und den Studierenden genau dabei zu helfen. Denn was typischerweise passiert ist, dass dann Studierende neugierig werden. Und diese Neugier dann aufzugreifen und auch ein bisschen anzufeuern und zu unterstützen und zu sagen, hey, wenn das spannend ist, dann lass uns doch mal tiefer reingucken, dann lass uns doch mal schauen, wie kommen denn diese Modelle zu ihrem Output, zu diesen Predictions? Wie funktioniert das? Wie lässt sich das manipulieren? Lass mal selber ein Sprachmodell trainieren. Also all das sind, glaube ich, Chancen, wo du auf der einen Seite künstliche Intelligenz als Technologie selber nutzen kannst, sie aber auch zum Gegenstand der ganzen Diskussionen machen kannst. Und ich denke, das ist eben in Lehre eine große Herausforderung. Und der dritte Teil, ne, das sind ja die drei großen Teile, Hochschuladministration, Lehre und natürlich Forschung. Ich glaube, auch da liegt ein Riesenpotenzial, wenn wir sicherstellen, dass alle Forschenden an einer Hochschule ein Basisverständnis für die Technologien haben, die sie nutzen können, um ihre eigene Forschung zu verändern, um die Art zu verändern, wie sie Daten sammeln, wie sie Daten analysieren, wie sie Vorhersagen machen und so weiter. Also ich glaube, da ist auch ganz viel Potenzial. Ich glaube, dass diese Tools einen massiven Einfluss haben werden auf Hochschulbildung im Speziellen, aber auch auf Bildung im Allgemeinen. Und das ist einmal subjektbezogen. Also natürlich verändert es die Biologie und die Art, wie in der Biologie gearbeitet und geforscht wird. Aber es verändert im Zweifel auch die Lernerfahrung. Und das finde ich den spannendsten Teil eigentlich, weil er eben für alle Lernenden in allen Lernsettings gilt. Wie können wir Large Language Models oder auch andere KI-Tools nutzen, um die Lernerfahrung der Studierenden, der Lernenden zu unterstützen? Wie können wir die wirklich zu einer Art persönlichem Lernassistenten bauen? Es gibt ja Forschung in der Pädagogik, in der Didaktik, die sagt,
der Lernoutput, der Lernerfolg wird besser, je individueller jemand betreut wird. Das ist ja auch völlig offensichtlich. Also da braucht man jetzt keine Forschung für. Also die Vorstellung, dass es wirklich gelingen könnte, mit Hilfe von Technologie jedem einzelnen Lernenden einen Assistenten, einen persönlichen Assistenten an die Hand zu geben, der weiß, wie du, also der deine Pattern kennt, deine Verhaltensmuster, der weiß, was für dich funktioniert und was nicht, der weiß, ob du besser morgens oder nachmittags lernst, ob du eher spielerisch lernst, ob du eher ein kompetitiver Typ bist, ob du viel Austausch brauchst oder viel Ruhe, die passenden Lernressourcen für dich findet, dir Feedback gibt und das alles immer und überall und jederzeit und eben auch selbst als lernender Algorithmus, also sich auch immer weiter auf dich einlässt und anpasst. Wenn das gelingt, dafür ein sicheres Setting zu bauen, also datenschutzmäßig sicher, aber natürlich auch sicher im Hinblick auf die Frage, welchen Output liefert der Algorithmus, der sollte dann natürlich auch wirklich den Leuten nur die richtigen oder die sinnvollen Dinge sagen und was weiß ich, jetzt nicht in irgendeine rechtsradikale Ecke abdriften, wenn es um politische Diskussionen geht. Also da ist natürlich noch viel Arbeit, die gemacht werden muss, aber wenn wir dahin kämen, das wäre, glaube ich, ein Riesenpotenzial für jede Form von Lernsetting. Ich glaube, man muss ins Tun kommen. Also man muss wirklich mit der gehörigen Portion Neugier anfangen, damit zu arbeiten. Und ich glaube, die allermeisten Menschen, also der Mensch ist von Natur aus neugierig. Und insbesondere, wenn es um so ein faszinierendes Phänomen geht, dem Moment, wo wir damit in Kontakt kommen, fangen wir eben an, Fragen zu stellen. Und dann müssen im besten Falle eben die Lehrenden, die Professorinnen, Professoren da sein, um diese Fragen aufzufangen und um das zu befüttern und Informationen zu liefern. Und ich glaube, diese Neugier muss man nutzen und diese Räume muss man bieten, damit Studierende anfangen können, wirklich sich mit der Technologie vertraut zu machen. Aber eben nicht nur auf dem oberflächlichen Level von ich kann ChatGPT nutzen, das kann jeder, der ein Login hinkriegt, sondern dann wirklich zu fragen, also auszuprobieren, wo sind die Grenzen, wo sind neue Möglichkeiten, was passiert, wenn ich ABC mache, wie kann ich das in diesem und jenem Kontext einsetzen. Und dann natürlich dahinter gucken und sagen, was ist denn das eigentlich, womit ich da interagiere, was steckt dahinter. Die Ressourcen, die Lernressourcen sind alle da. Also die Experten sind da, die Vorträge sind da, die Paper sind da. Ich glaube, der Schlüssel dazu ist, die Leute neugierig zu machen. Und neugierig wirst du typischerweise, wenn du damit konfrontiert wirst und anfangen kannst, damit zu spielen und zu experimentieren.